Pizza Napolitana aus dem rostigen Panzer. Ja, wie geht das? Also, das muss man genauso machen, wie hier gezeigt. Und es geht los. Wir erklären kurz, was wir gestern gemacht haben, vor 24 Stunden. Wir haben 500 Gramm Pizzamehl mit 500 Milliliter Wasser, 3 Gramm Hefe, frische Hefe und 8 Gramm Honig angerührt, ganz grob mit dem Löffel vermischt. Das ist eine flüssige Pampe und das hat jetzt im Kühlschrank 24 Stunden einfach gezogen. Das haben wir hier. Na? Riecht auch schon sehr intensiv. Und wir machen jetzt Folgendes. Wir bringen jetzt die anderen 500 Gramm Mehl in den Behälter. Stürzen unseren Teig hier rein. Der läuft einfach rein. Kratzen das noch ein bisschen raus. So. Das ist okay. Und jetzt bringen wir das in die Maschine, in eine schöne alte KitchenAid und gucken, dass wir keine Sauerei machen. Dazu muss ich, glaube ich, ein Handtuch nehmen, sonst explodiert es wie immer. Das machen wir hier ein bisschen zu, weil die hat irgendwie so einen super schnellen Betrieb. Und jetzt machen wir... Ja, geht heute. Guck, da fängt schon an. Das schneit. So. Ja, super. Genauso. Ein bisschen Dreck muss sein. So, und jetzt haben wir hier noch 150 Milliliter Wasser und das bringen wir jetzt nach und nach hier in den Teig rein. Wir machen nochmal zu. Bisschen Wasser. So, was wir jetzt, wir haben jetzt noch einen Schluck Wasser hier drin und wir fügen jetzt noch 30 Gramm Salz zum Teig hinzu. Und wir warten jetzt noch 5 Minuten und lassen nach und nach das letzte Wasser rein. Passt. So, was wir jetzt machen ist, wir nehmen jetzt den Teig. Machen die letzten Reste vom Knethaken runter. So. Bringen den Teig die Arbeitsplatte. So, und der ist jetzt unglaublich klebrig, wie man sieht. Und jetzt fangen wir den an zu falten. Na? Da muss man wirklich schnell sein, sonst klappt es nicht. Man sieht, wie der eigentlich schon stärker wird, ne? Was machen wir jetzt noch? Ein paar Mal. So. 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 Jetzt gucken wir, dass
dass wir eine Kugel formen. So. Kugel ist da. Jetzt mache ich ein bisschen Olivenöl auf den Teig und lasse ihn für eine halbe Stunde ruhen. Und in dieser Zeit bildet sich eigentlich eine schöne Glutenstruktur im Teig. Und man wird auch den Unterschied danach deutlich merken. Halbe Stunde ist rum. Wir nehmen jetzt die Schale, machen hier ein bisschen Olivenöl rein und machen das hier komplett, dass alle Flächen mit ein bisschen Olivenöl geschmiert sind. So, aber da kommt gleich der Teig rein. Das stellen wir mal kurz zur Seite. So, und jetzt machen wir das Gleiche mit dem Teig wieder. Der fühlt sich schon ganz anders an. Ist unglaublich geschmeidig geworden. Ich glaube, das kann man auch erkennen. Und jetzt falten wir den noch ein paar Mal. Wir machen dann eine schöne Kugel. Man sieht das schon an der Oberfläche, wie stark der geworden ist. Ja, mach nochmal. Gleich. Ella, kannst du bitte gucken, dass ich doch nicht mein Brot ist? Ja, ich kann aufpassen. Hey, super. Ja. Nicht gekriegt, weil deine Hand davon ist. Nee, macht nichts. So, jetzt falten wir den noch ein paar Mal. So. Jetzt können wir das mit einem schönen Ball machen. So. Die Schüssel ist eingeölt. Hier rein und ruht jetzt für 16 bis 24 Stunden im Kühlschrank abgedeckt. Hat gezogen, 20 Stunden lang, abgedeckt mit Frischhaltefolie. Zack, so sieht er aus, der gute Mann. So, jetzt machen wir hier ein bisschen seitlich kurz lösen, dann stürzen. So, guck dir das mal an. Guck dir das mal an. Crazy. So, jetzt haben wir hier unsere Spatula. So, ist das Spatula? So. Jetzt machen wir hier 6. Sechs Teiglinge. Circa. So. Und danach lassen wir die Oberfläche so wie die ist. Machen ein paar schöne Bälle, dass die gut Spannung hat. So, so sieht der gute Ball aus. Machst du noch mal einen? Ja klar. So, der Ball kommt jetzt in meine Schüssel. Nächste. Also, die Oberfläche bleibt trotzdem immer gleich. Nächster ist fertig. Unten schön zumachen. Zack. Hier. Nächster. Zack, zack. Zack, zack. So. Schön ran.
Unten ist wichtig, dass der unten wirklich geschlossen ist. Hier. Ne? Dass da die Luft dann schön drin bleibt. Und danach einfach bei Zimmertemperatur 3 bis 4 Stunden ziehen lassen. Und danach kann man Pizza machen. Danach geht's weiter beim Uli. Ja, gut, danke. Weiter geht's im Outdoor Italiano Kochstudio beim Uli. Natürlich auch Zeit für einen kleinen Werbeblock. Wir werden nachher alles auf diesem illegalen Gerät machen. Wieso illegal? Weil das ist eine nicht zugelassene Tuning-Lackierung. Mit dieser nicht zulassenen Tuning-Lackierung, die haben wir beim Zoll rausgezogen, er ist natürlich die Betriebsgenehmigung. Ja, kleiner Werbeblock, Zubehör hier, diesen Griff kann man natürlich verlängern mit Odenwälder Holzleiter. Je länger, desto weniger Heiß- und Verbrennungsgefahr, nicht wahr? Dann ganz wichtig hier, dass man immer die Original-Anzünderhölzer kauft und Odenwälder Weichholz und natürlich die Fast Glow Anzünder, die gibt es im Dreierpack für schlappe 22,30 Euro. Dann ganz wichtig, Hartholzfeuerung nachher für die ordentliche Hitze. Wir werden uns dann noch genau über die Befeuerung unterhalten. Weiteres nun nach dem folgenden Werbehinweis: Verwenden Sie stets Pizzableche, vielleicht mit einem längeren Griff, auch das hilft. Nachher zum Rein- und Rausholen. Ansonsten kann ich sehr empfehlen, auch noch diesen Blutkratzer. Mit diesem Blutkratzer kann man ganz hervorragend nach der Arbeit die Blut rauskratzen. Schlappe 172 Euro mit diesem attraktiven Holzgriff. So, und nun weiter im Programm. Es geht los im Kochstudio. Crazy. Schauen die an. Guck mal ran. Das ist, wenn du es fühlen könntest, wie viel Luft da drin ist. Pass mal an, hier. Da. Oh! Sagenhaft. Wenn ich jetzt an dem Teig arbeite, schiebe ich die Luft mit meinen Handflächen, also nicht mit den Fingerspitzen, sondern mit den Handflächen nach außen. Und du siehst, was schon passiert. Ich forme einen schönen Rand. Da ist jetzt richtig viel Luft drin. Mhm. So, und jetzt ziehe ich den eigentlich mit der Hand auseinander, ne? Mhm. Mit der Handfläche. Auf die gewünschte Größe. Ah, durch Ausnutzung von Gravitation. Wie wichtig ist, dass der Tisch trocken ist? Sehr wichtig. Ich habe vergessen, Parmigiano drauf zu machen. Deswegen habe ich den mal dahin gerückt. So, 1, 2, 3 Spiralen Öl. So. Und jetzt ist es wichtig, die Pizza nicht aufzuschieben, sondern hältst du mal kurz hier, jetzt geht's schon dass er so bleibt. So, ich schiebe. Nicht. Ich schiebe jetzt mit Hand. Wieso macht man das? Dass das Semola unten bleibt. Und jetzt schiebe ich den mir eigentlich auf die Größe, die ich gerne hätte. So, passt. Mhm. So. Zack! Länglich geworden, aber passt nicht.
mein Blech einmal einmal einstauben. Was? Einstauben und dann klebt er auch nicht. Jawohl. Kleben ist, glaube ich, Gift. Jawohl, Klappe davor. Wo platzieren wir denn da drauf? Ja. Auf, mach mal auf, wir müssen mal spionieren. Oh, die geht schön hoch. Oh, jawohl, jawohl, jawohl. Sehen wir Fullies. Zack, das sieht gut aus. Ja, euch ist vielleicht aufgefallen, das Feuer ist ziemlich weit hinten platziert. Das ist Absicht, dann züngelt die Flamme eher von hinten in den oberen Röstraum. Dann wird der obere Stein eher heiß und der Boden wird nicht ganz so heiß. Noch einmal so. Das ist jetzt gar nicht so schlecht, dass wir nicht so ein großes Feuer haben. Wir können das etwas besser kontrollieren. Okay. Was sagt der jetzt unten? 250? Oben 350, das ist eigentlich das Top-Verhältnis. Unten 350, oben 350. Ja. Ja, das doch. Da machen wir gar nichts mehr. Ja. Willst du noch ein bisschen drin lassen? Idee noch. Ja. Nochmal drehen, eine Idee noch. Boah, aber wie die hoch geht. Zack, Zement. Aber du siehst, auf einer Seite ist die mehr hochgegangen wie auf der anderen. Ja. Weil du mit den Fingern hinten einmal den Rand platt gedrückt hast. Ist das deswegen, ja? Ja. Okay, mal ja. Müssen wir tatsächlich mal von unten anschauen? Nicht fertig, warte. Einen Moment. Parmesan oder Pfeffer? Stopp. Jawohl! Jetzt kommt noch der Schuss. Olio drauf. Mmm.